mein Name ist Lena Oppermann und das ist meine Mitschülerin Leonie Ettel. Wir studieren an der Europafachakademie Dr. Buhmann Event- und Medienmanagement. Im Rahmen des Anstoßtalks der neuen Presse treffen wir uns heute auf einen OSAF mit Martin Andermatt. Einen OSAF mit Martin Andermatt. Herzlich willkommen. Hallo. Hat sich mit der Verpflichtung von Horst Held und der Entlassung von Möcke und Bader Ihr Aufgabenfeld verändert? Wie sieht die direkte Zusammenarbeit mit Herrn Held und Herrn Schröder aus? Ja, ich sage, verändert hat sich insofern, dass wir uns sicherlich öfter austauschen. Das ist vielleicht auch die Veränderung mit Horst Held. Weil beide eigentlich unbeeinflusst in eine Situation gekommen sind. Und ich glaube, wir versuchen uns über Fußball zu unterhalten, was sicherlich auch die Zeit sehr kurz war, um Herrn Möckel und Herrn Bader näher kennenzulernen, weil ich ja eigentlich offiziell seit November da war und jetzt die Zeit sicherlich mit Horst Held sehr intensiv ist. Herrn Schröder kenne ich sicherlich von den verschiedenen Sitzungen oder wenn wir uns am Spiel sehen. Und wir tauschen uns natürlich dann im Aufsichtsrat sicherlich auch aus. Aber es ist wirklich so, dass ein Teamgedanke da ist und das ist ganz wichtig. Warum haben Sie den Trainerjob fürs Erste verlassen und tätigen nun als Aufsichtsratmitglied? Welche Reize hat dieser Job als Aufsichtsrat und warum gerade bei Hannover 96? Also vielleicht deshalb bei Hannover 96, ich kenne sicherlich Herrn Kind über viele Jahre. Dann haben wir uns auch ausgetauscht, Gedanken miteinander, wo könnte es hingehen. Aber sicherlich ist natürlich auch eine Vertrauenssituation. Ich glaube, was sicherlich wichtig sein wird, auch für die Zukunft, dass wir, wo geht der Fußball hin, dass wir uns da auch austauschen und vor allem auch als Aufsichtsratmitglied kannst du eigentlich versuchen, Strategien mitzuentwickeln, zu empfehlen, Leute auch zu begleiten. Und weshalb ich nicht mehr Trainer bin, das hat damit zu tun, dass ich vielleicht die ganze Erfahrung, die ich über all die Jahre, ich war nicht nur Trainer, ich war auch Sportdirektor eines Verbandes, ich war Nationaltrainer, dass ich vielleicht diese Situationen auch mithelfen kann in die ganzen Strukturen des Fußballs und das ist eigentlich etwas, was mich sicherlich auch dazu bewogen hat, in diese Richtung zu gehen. Ich habe gelesen, dass Sie gelernter Grundschullehrer sind. Wie sind Sie vom Grundschullehrer zum Fußball gekommen? Ja, ich habe 1982 nach 5 Jahren Lehrerausbildung habe ich den Beruf abgeschlossen, kurze Zeit auch so Vikariate gemacht, dass ich Aushilfestellen angenommen hatte und nebendran natürlich das Hobby auch zum Beruf. Und 1982 in der Schweiz war es noch nicht so üblich, dass man eben Fußballtrainer oder Fußballspieler wurde, weil da hat man immer gesagt, ja, was arbeitest du? Ja, ich bin Fußballspieler. Ja, aber was arbeitest du? Und das ist sicherlich eine Zeit gewesen, wo man ich mich dann entschlossen habe, wirklich dieses Gebiet Fußball als Beruf auch aufzunehmen. Und dann hat sich eigentlich das Hobby zum Beruf gemacht. In welchem Bereich haben Sie am liebsten gearbeitet? Als Lehrer, als Trainer oder jetzt als Funktionär? Ich glaube, es sind vielleicht die Aufgaben sind anders, aber im Zentrum steht eigentlich immer der Mensch. Und die Menschen in ihren Stärken weiterzubringen, Spiele zu begleiten, vielleicht in gewissen Dingen ist es nicht der Trainer, sondern ist es der Ausbildner. Manchmal nach oben ist es dann vielleicht eben der Trainer und Begleiter. Und vor allem, ich glaube, das Spannende ist ja wirklich, dass man mit Menschen zu tun hat und sie ja auch dazu begleitet, wirklich damit sie ihre Stärken, dem Fußball, schönste Nebensache der Welt, dass sie sich da weiterentwickeln können.
Wie sehen Sie die sportliche Lage der Roten? Nach Spieltag 27 steht Hannover 96 jetzt auf Platz 1. Worauf wird es in den letzten 7 Saisonspielen ankommen? Es sind natürlich Siege gefragt. Ich glaube auch dieses sich fokussieren auf dieses Ziel, das ja von Beginn weg ganz klar da war, wir wollen wieder aufsteigen, dass man vielleicht sich auch als Spieler der Verantwortung bewusst wird, dass es hier auch um Arbeitsplätze geht, dass es natürlich, wenn man sich vorstellt, wie schön es sein kann in der ersten Liga, dass man wirklich nicht jetzt, weil es vielleicht gut läuft, nachlässt, im Gegenteil, dass man nochmal zusetzt. Und das wird sicherlich auch wichtig sein in der Schlussphase, dass die Mannschaft sich auch diesen Zielen unterordnet. Alles klar. Vielen Dank für das Interview.